Willkommen zurück zu einer weiteren extrem simulationslastigen Folge hier bei Euro Truck Simulator 2. Warum auch immer ich es jetzt Englisch gesagt habe, aber das zeigt nur, dass ich von Welt bin. Jetzt bin ich auch gerade mächtig motiviert. Wir nehmen jetzt externe Aufträge an. Ne? Mein Fortschritt wird synchronisiert. Ich will jetzt tatsächlich mal gucken, ob ich hier irgendwas Gefährliches. Ich würde sagen, Düngemittel ist jetzt nicht so Fruchtkonzentrat. Ja, das ist natürlich sehr gefährlich. Finde ich cool, dann nimmt er automatisch die Stadt, wo ich bin. Ich bin gerade in Torino, ja. Torino. Mal gucken, Wassermelone, ja, das ist natürlich ganz schlimm. Kunststoffgranulat, ja, wäre auch mal eine Idee. Guck mal ein bisschen weiter. Kaminsysteme, das weiß jeder. Was haben die mit ihren Traktoren? Alle wollen sie Trecker haben. Wahrscheinlich wollen sie alle die awesome Trecker, die ich nicht kenne. Schweinefleisch, geräucherter Aal. Das ist natürlich geil. Soll ich nach bis nach Frankreich bringen? Ich wollte es nicht so weit fahren. Ne? Soll sich auf eine Folge begrenzen. Müssen wir mal gucken hier, ne? Von Markus bin ich nicht böse, falls ich da zu viel aufgenommen habe. Ich wollte schon irgendwas in Italien, nach Italien, Torino nach Firenze. Wo ist Firenze? Das geht ja weiter runter, ja, das, so kommen wir voran, ne? Leere Paletten sind aber langweilig. Nach Rom, das ist sogar noch geiler. Heldverpackung, aber guck mal weiter. Hier haben wir von Torino nach Firenze Altverpackt. Was ist denn hier los? Altkunststoff. Hier wird wahrscheinlich sehr viel recycelt. Na gut, wenn es so ist, dann fahre ich nach Roma, ne? Ich guck aber trotzdem mal vorher auf den ersten Seiten, ob ich irgendwas Lukrativeres habe. Nach Parma, das ist nicht so weit, das reicht nicht für eine Folge. Halt nicht. Wir fahren nach Rom, habe ich gerade in Milan. Ja, das ist auch irgendwie echt. Es war, glaube ich, Schweden. Ich bin mir nicht sicher, es könnte auch SE sein. Ich bin mir halt nicht sicher, wie die Abkürzungen sind. Ne, wir fahren von. Von Rom bin ich natürlich auch cool, aber wir fahren jetzt. Alte Verpackung in 20 Tonnen Gewicht. Fahren wir jetzt nach Roma. Auftrag ausführen. Ich hoffe, das ist nicht so weit jetzt. Wird die Folge halt ein bisschen. Ne? Das wird dann lustig zu rendern. Das dauert dann 100 Jahre. Ich hätte vielleicht. Reicht jetzt zur Person. Okay. So. Ich hätte vielleicht vorher lasten sollen. Na, so etwas wird. Ob ich das jetzt mache oder später, ist einerlei. Essen musste. Der Typ wird nämlich immer müde. Und schlafen. Wie gesagt, der Auftrag ist natürlich weg ist, ne? Nö, ich mach hier genug Zeit, wahrscheinlich. Schön windig, ne? Wenn man den ohne Auflieger fährt. Ein bisschen zu windig für meinen Geschmack auf einmal. Das ist halt ungewohnt. Ah, passt ja alles zeitig wunderbar. Anhänger mit, ne? Oh, ich komme schnell.
Ich werde jetzt auch mal diese Folge vernünftig fahren. Ich versuche es, es klappt ja manchmal, manchmal nicht. Seid so, ihr kennt es ja von euch selber wahrscheinlich. Hoffentlich, das kommt mir echt schlecht vor. Da ist er. Das ist da gar nicht. Das ist fake. Fake News. Eis. Wir sollen hier Eisverpackungen befüllen. An der Vorne. So, das machen wir kurz außen, wenn ich will sehen. Wir sehen, wie das ist. Zack. Und da knackt alles hoch, wunderbar. Und das ist so schön. Alle dran, ey. So, toll. Von Tesco. Habe jetzt diesen wunderbaren Anhänger durch die Gegend. Aber auch einen etwas besseren Motor inzwischen. Habe ich gar nicht erzählt gehabt, ne? Warum habe ich das in der Folge gemacht? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, falls ich wüsste es jetzt. Oh, jetzt kann ich schnell fahren. Hier haben wir die schöne italienische Strecke. Irgendwie macht mir das. Ich weiß nicht. Ich merke sicherlich, ja, ich habe richtig Spaß dabei in diesem Spiel. Ich check's nicht. Normal bin ich echt die Simulationsfreund. Das muss einfach dieses Spiel sein. Wahrscheinlich ist es auch einfach entspannt gegenüber dem ganzen Rumgeballer und RPG-Kram. Das war einfach Sachen durch die Gegend zu fahren. Hab ich auch Black Desert gerne gemacht. Kann ich theoretisch auch was von aufnehmen, das haben wir euch ja mal gezeigt. Ganz lustigen Folgen sind leider wegen Aufnahmefehler nie erschienen. Da muss er jetzt mit leben, das LKW für ihn aussieht. Gucken wir uns mal ein bisschen an, was wir hier haben. You shop, you drop. Shopping delivered by your escort. Ja, ich bringe euch jetzt zur Haustür alte Verpackungen, wenn ihr das sehen. 20 Tonnen, nur weil ich ganz schön gestartet bin. Na gut, wenn das ist jetzt so, ne? Oh. Eine Flöte. Hier ist irgendwo ein Hobbit. Ich muss sowieso überlegen, was für manche Spiele ich noch machen werde, weil warum sollte ich nicht einfach mal was Solo aufnehmen, ne? Ich würde sowieso überlegen, mit dem nächsten Mal zu streamen. Da werden wir euch aber vorher noch ankündigen oder so, dann, falls ihr darauf Lust habt, das zu gucken. VOD-Angebot ist ganz cool, aber ich bin auch bei live ganz geil, finde ich. Ich gucke gerne Streams. Wenn ihr Bock auf uns habt, könnt ihr dann gerne gucken. Ich weiß aber noch nicht wann und wie und wo, das müssen wir jetzt alles sehen. Ne? Also, es könnte zeitnah sein, es könnte aber auch noch ein paar Monate hin sein. Das wissen wir alles noch nicht. Ja, wenn es nach mir geht, instant immer, aber Markus muss halt Zeit haben. Jetzt fangen wir an, Geld zu verdienen und nicht nur Schulden zu machen, das wäre echt mal geil. Ja, ein bisschen Italien rum. Wann denn ja die Folgen auch anknüpfen? Italien. Bei mir zumindest. Das habe ich euch ein bisschen Ungarn gezeigt. Mal sehen, wo ich dann als nächstes rumfahre. Vielleicht mal ein bisschen Österreich, vielleicht auch mal irgendwo in Skandinavien. Das ist so, wie ich da Lust habe. Ja, hör mal.
Aber immerhin sind wir jetzt schuldenfrei, ne? Bei der Discabrio in der letzten Folge, da habe ich echt nicht mit gerechnet, oder? Ja, also gut. Ich kann euch über Italien tatsächlich gar nicht so viel erzählen, außer antike Geschichte. Ich bin echt tatsächlich in Italien nicht so bewandert. Was Essen angeht, weiß ich nicht mal, wo manche Sachen herkommen. Da muss ich echt googeln. Markus, das wäre echt genau die Passage für Markus. Markus macht richtig oft Urlaub in Italien. Ohne mich. Das bricht auch mein Herz jedes Mal. Aber er macht oft in Italien Urlaub. Der kann euch sicherlich, der spricht sogar ein bisschen Italienisch und versteht auch eine Menge. Der kann euch da sicherlich mehr darüber erzählen. Zu schade, dass er gerade nicht da ist. Wäre echt geil eigentlich gerade. Der wird mir gerade echt aushelfen, weil ich schon keine Ahnung von Italien. Ich weiß halt, wo ungefähr welche Städte sind, Geografie halt, ne? Aber das war's auch. Ich kenne mich nur mit der antiken Geschichte von Rom und so aus, ne? Vom Anfang an von Romulus und Remus, ne, so wie der Rom gegründet wurde von den beiden Buben. Das wüsste ich halt, aber das könnten wir ja machen, wenn ich mal Rome Tote War aufnehme mit Markus zusammen. Da, warum spielst du jetzt nicht die Thrones of Britannia? Ich habe die Thrones of Britannia angeguckt, ne, so ist es hier nicht. Keine Ahnung, was, mittlerweile los ist bei den Total War-Machern, aber ganz ehrlich, jetzt fahr auch. Meine Güte. Ganz ehrlich, was die aus dem Spiel gemacht haben, das ist merkwürdig. Sie wollen es zugänglicher machen, aber das war eigentlich nicht der Sinn dahinter. Ich fand eigentlich immer gedacht. Danke. Immer den freundlichen Typen an, ey. Der schimpft aber über den Busfahrer. Die haben das echt ein bisschen zu sehr vereinfacht und teilweise auch dezent schlecht gemacht. Wenn du mit einem Mann am, also einen Typen, ganze Dörfer zerlegen kannst. Während du dann deine Armee in irgendeiner Stadt auf einmal ausbaust und ganze Provinzen plünderst und so, das ist, ich weiß nicht, mit einem Typen, das ist ein bisschen unrealistisch. Wer so ein guter Kämpfer ist, da kann ich ein ganzes Dorf mit einem Schwert umhauen, ne? Ich bitte euch. Das wird ja wohl ein bisschen zu fabelhaft. Das hat. Ich weiß nicht, die Warhammer-Teile, die sind ja noch. Was ist denn jetzt los? Gerade ich in einen Stau. Das ist ganz cool, weil das simuliert es dann halt auch, wenn ich denen möchte. Den ist der Gebiet hätte man dann, ne? So. Ja, ist ganz cool, dass wir das mit dem Satz. Sowas finde ich halt geil. Das ist halt, wenn ihr auf Open Beta stellt. Und simuliert halt auch Unfälle. Oha, was ist mir passiert? Dann simuliert auch Unfälle und so, habt ihr auch gerade gesehen, die Feuerwehr und so. Ganz cool gemacht. Das macht halt, dass die Immersion halt wesentlich größer. Das war ja eine Meisterleistung, Mike. Ich meine, hey, das war Absicht. Ich wollte euch mal unbedingt diese coole Sache hier zeigen, wie ihr seht. Oh. Habe ich gerade ein bisschen zu sehr auf den Verkehr konzentriert, aber ich werde echt mal vernünftig fahren.
Die Strecke ist tatsächlich länger, als ich gedacht hätte. Mal sehen, wie weit wir vorankommen. Jetzt natürlich mit diesem Patzer. So, mache ich einfach einen Cut. Und mache daraus zwei Folgen. Dann gibt es das halt Samstag mal genauer. Das war einfach die Grundweise, dass es mit den Rändern zu lange dauert. Das hätte mir auch nicht böse. Oder ich lade zwei in einen Tag hoch, ist auch egal. Aber bald habe ich die neue CPU drin, damit auch mit den Rennern noch schneller gehen. Dann werde ich viel mehr Möglichkeiten erfüllen. Ja, ich wollte euch ja über diese Brücke jetzt hören. Ist tatsächlich ein cooles Versehen. Oh, guckt euch mal das schöne Dorf da unten an. Ja, das hat tatsächlich mal richtig Stil hier. Du darfst hier auch nicht schneller als 60 fahren, ist dir klar. Ist mir nicht klar, er macht es trotzdem eiskalt. Eiskalter Typ, ich sag's euch. Okay, der ist ein eiskalter Typ, ne? Der fährt aber schnell wieder. Würde ich niemals tun. Hier war falsch. Das ist tatsächlich bei jeder Bit versehen. Wieso darf ich auf einmal auf 70, dann wieder auf 40? Was ist denn das für ein Quatsch? Manchmal, ne? Aber andererseits, jetzt kriegen wir auch eine schöne bergige Straße. Das ist eigentlich ein ziemlich cooler Fahrfehler, muss ich ehrlich sagen. Ja, von der Zeit her aus. Warum macht das nur vor? Wie ist das? So, das ist easy. Ich muss vielleicht nochmal zwischendurch rasten. Aber das war's dann aber. Nein, abzocken! Wunderbar. Das ging jetzt aber eigentlich die Maus. Da ist eine Tankstelle, das ist ganz praktisch. Und ich würde gerne mal wieder tanken. Oh, das ist echt ein ziemlich cooler Fahrfehler, den ich da gemacht habe. Also falsch abgebogen und habe dann jetzt für... Junge, ich habe den Tempomat auf... Ja klar, sehr flott, ich habe eigentlich nur Spiel. Imperator Verfolgschritt. Vielleicht wahrscheinlich steht in Blick. Wahrscheinlich Italien DLC. Ja. Echt ganz cool, dass ich hier gerade gelandet bin. Der Auflieger ist gar nicht mal so leicht zu handeln gerade, denke ich. Das ist aber auch ein echt gemeiner Kreis. Das Benzin reicht noch. Nächste Tankstelle. Dachte er jetzt. Und er wird diese Worte bestimmt bereuen. Vielleicht sehen wir noch ein neues Feature des Spiels. Das ist schon echt coole Ecke hier. Mit dieser kleinen. Kleinen Häusern, Lübeen, was auch immer, ich weiß gar nicht. Ich bin gerade in Genua gewesen.
Ja. Das ist auf jeden Fall, das weiß, ja, das ist der falsche Reparator, wahrscheinlich so mein Italien oder. Jetzt darf ich noch mal zahlen. Ja. Gar nichts. Wahrscheinlich wieder eine nächste Mautstation. Wahrscheinlich, weil ich schon die Maut bezahlt habe oder so, und dass du auch jetzt so wenden, die bist du echt gemein, wenn du wenden willst, ne, dass du dann auch noch eine Maut bezahlen doppelt. Aber so wäre es halt, der Staat greift gerne in die Tasche. Wie ist das, du verdienst 100 Euro, die, dann hast du auf einmal minus 50. Diese Tempo-Switches hier, ne? Sind echt interessant. Hallo Polizei! Ja, sorry, dass ich gerade ein bisschen ruhig bin, aber ich bin hier echt gerade ein bisschen konzentriert. Das ist nämlich gar nicht so einfach, hier diese Sachen zu manipulieren. Das ist schon ein sehr guter Streckenabschnitt, den ich versehentlich im Blick habe, muss ich gestehen. Oder ich mache eine Pause und knüpfe hier dran an als nächstes. Auch eine Idee, ne? Eigentlich ist das das Sinnvollste, weil sonst habe ich echt zu viele Folgen vorgearbeitet und wir wollen ja auch wieder Markus dabei haben. Aber jetzt fahren wir erstmal ein bisschen. Die Folge geht jetzt mal ein bisschen auf und voran zu. Nicht eine Raststätte oder so. Ich habe ein bisschen Zeit verschwendet, weil ich ein bisschen kalkuliert habe. Und natürlich nicht fehlkalkuliert, das auch, aber auch falsch gefahren. Aber dafür haben wir immer einen schönen Streckenabschnitt von Italien gesehen, ne? Okay, sehen wir dann hier, die Bäume sehen teilweise manchmal ein bisschen awkward aus. Aber gut, es geht ja nicht nur um die Bäume, die sollen ja nicht zum Ambiente gehen. Was cool wäre, wenn man hier aussteigen könnte und auf und die ganzen Sachen dann. Aber gut, das würde glaube ich nicht so zu much werden. Whoa! Oh, yeah. Yay, Rennsicht. Ich bin schon die Einzige, der kommt schwurler rumspackt. Ich fahre ein bisschen schneller. Aber gut. Da hat es halt drauf mit dem neuen Motor, ne? Darf man halt auch nichts vergessen. Ja, das schaffen wir locker noch bis zur nächsten Tankstelle.
Vielleicht vorher rasten dann kann, je nachdem wie sie aufgebaut ist, das ging ja dann. Ich finde, es liegt gerade irgendwie, da immer das Scheiß. Gar nicht mal so scheiße für die Ellenbogen. Ich glaube, die gerade falsch angefangen haben, oder? Von no. Das Navi ist die Frontschule. Nein, jetzt. Nicht verschärft. Oh, oh. Vorsicht. Da stand ja auch Auto, wahrscheinlich LKW oder so. Scheiße. Was passiert, wenn ich das mache? Das ist jetzt nicht sehr simulationsfristig, ne? Was ich hier gerade tue. Das ist halt wieder nicht allzu böse, aber ich. Das war mein Fahrfehler, ich gebe es offen. Wie viel ist das eine Punkte? Um eine Pause zu machen. Dann kann ich mich noch ein bisschen hinlegen hier. So, hoffentlich vergesse ich nicht die Folge nicht, dass ich nur der Rest über mir. Wunderbar. Jetzt gucken wir kurz auf die Rest zurück. Easy. So. Ich habe halt die größte Teil unterschätzt. Und ja, aber gut, das macht ja nichts. Das ist jetzt auf jeden Fall bis zur nächsten Folge, ne? Ich. Vielleicht war ich die Folge ein bisschen ruhig, ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse. War ich aber noch, ne? Mal. So, dann macht's mal gut, ne? Und fahrt schön vorsichtig.